um den früheren Bundespräsidenten Roman Herzog zu zitieren, wer sich keinen Ruck gibt, bekommt einen Tritt. Und wenn die Bundesregierung nicht bereit ist, zurückzutreten, oder zurückgetreten zu werden, dann muss sie weggewählt werden. Diese Entwicklung ist deshalb gefährlich, weil sie die Meinungsfreiheit und damit die Demokratie einschränkt. In einer freiheitlichen Demokratie soll jeder sagen, was er will, ob er nun Recht hat oder nicht Recht hat. Und darüber, ob jemand Recht hat, entscheidet nicht die Bundesregierung, sondern darüber werden einmal Historiker entscheiden. Anders muss es gemacht werden aus meiner Sicht. Wir müssen bestimmte Berufsbilder attraktiver machen und dafür sorgen, dass es vielleicht weniger Genderwissenschaftler gibt, als viel mehr Fleischerfachangestellte. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich hier sprechen darf und dass ich hier einen vollen Saal sehe, was für ein gewisses Interesse spricht. Und ich denke mir, Sie sind heute hier hingekommen, um von mir, ich sage mal, keine schwurbelnden Ausführungen zu bekommen, sondern weil Sie mich vielleicht auch mal kennengelernt haben als jemand, der durchaus das klare Wort liebt. Und so werden Sie mich vielleicht heute Abend auch erleben und damit möchte ich auch starten. Und ich will mal 4 Punkte vorausschicken, bevor ich zum Thema Migration rede. Der erste Punkt, das ist der Punkt, der, glaube ich, heute viele von Ihnen betroffen hat, mich auch, das sind die Bauernproteste. Ich halte die Bauernproteste für richtig und wichtig, weil sie deutlich machen, dass wir in diesem Land eine Politikwende brauchen und dass es so nicht mehr weitergehen kann. Es hat sich gezeigt, es sind nicht nur Bauern, es sind Unternehmer, es sind Transportunternehmen, es sind selbstständige Freiberufler, die sich dem angeschlossen haben und die zum Ausdruck bringen, dass die gegenwärtige Politik eine Politik ist, nicht nur gegen die Interessen der Bauern, gegen die Interessen der Transportunternehmer, Stichwort Mauterhöhung, gegen die Interessen der Selbstständigen, sondern eine Politik ist gegen die Interessen des deutschen Volkes und Deutschlands insgesamt. Und das muss mitunter auch lautstark, aber friedlich, aber so deutlich zum Ausdruck gebracht werden, dass die Bundesregierung entweder zu einer Politikwende bereit ist oder, um den früheren Bundespräsidenten Roman Herzog zu zitieren, wer sich keinen Ruck gibt, bekommt einen Tritt. Und wenn die Bundesregierung nicht bereit ist, zurückzutreten, oder zurückgetreten zu werden, dann muss sie weggewählt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Zweiter Punkt sage ich ganz klar, ich halte die Migrationspolitik der Bundesregierung für politisch falsch, für rechtswidrig, in Teilen auch für verfassungswidrig. Die Bundesregierung hat nicht das Recht, sich das Volk selbst auszusuchen. Das deutsche Volk hat sich das Grundgesetz, also seine Verfassung und die Institution gegeben und nicht umgekehrt. Ich glaube, manche in der Bundesregierung haben es nicht begriffen. Drittens, die Überschrift des Abends, Sie sehen es auch da, zum Thema Migration. Alles hat seine Grenze. Alles hat seine Grenzen. Und das gilt auch für die Bundesregierung. Wenn ein Bundeskanzler sagt, er kenne keine roten Linien, dann muss ich sagen, ist das rechtlich gefährlich. Auch ein Bundeskanzler muss sich an rote Linien, an Grenzen halten. Sei es die Verfassung oder die Bundesgesetze, sei es aber auch die Menschenrechte. Die Menschenrechte sind älter als die Bundesregierung und älter als die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn eine Bundesregierung oder eine frühere Bundeskanzlerin der Auffassung ist, man kann Menschenrechte den Leuten gewähren, dann muss ich sagen, es ist ein völliges Missverständnis der Situation. Die Menschenrechte sind da und die Bundesregierung hat sie zu berücksichtigen. Punkt. Und wenn sie es nicht tut, ist es menschenrechtswidrig. Und dann komme ich zu einem vierten Punkt, der mich beschäftigt, nämlich die Tatsache, dass immer mehr Menschen, die sich kritisch zur Regierungspolitik äußern oder Politiker in Person kritisieren oder über sie lustig machen, als Delegitimierer, Diffamierer oder Volksverhetzer bezeichnet werden. Da muss ich sagen, das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Und diese Entwicklung ist deshalb gefährlich, weil sie die Meinungsfreiheit und damit die Demokratie einschränkt. In einer freiheitlichen Demokratie soll jeder sagen, was er will, ob er nun Recht hat oder nicht Recht hat. Und darüber, ob jemand Recht hat, entscheidet nicht die Bundesregierung, sondern darüber werden einmal Historiker entscheiden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das vorausgeschickt, möchte ich gerne etwas zur jetzigen Ausländerrechtssituation, Asylsituation sagen. Sie wissen, ich bin Jurist, war Geheimdienstler, aber war viele, viele Jahre auch im Bereich Ausländer- und Asylrecht tätig und habe das derzeit geltende Aufenthaltsgesetz unter Otto Schily mitentworfen, mitformuliert und viele, viele Jahre auch dazu unterrichtet und kommentiert. Was vielen nicht klar ist, ist, was der Sinn des Ausländerrechts überhaupt ist. Das Ausländerrecht ist Verwaltungsrecht, ja, aber es ist in erster Linie Polizei- und Ordnungsrecht. Sie werden vielleicht sich wundern, darunter wird es geführt, Polizei- und Ordnungsrecht, Gefahrenabwehrrecht. Warum? Nun, weil das ganze Rechtssystem des Ausländerrechts dazu dient, die deutsche Bevölkerung und die friedlich in Deutschland lebenden Ausländer davor zu schützen, dass Leute hier ins Land kommen, sich ansiedeln, Straftaten begehen und den Staat von den Füßen auf den Kopf stellen. Deswegen muss die Einwanderung, die Einreise nach Deutschland kontrolliert werden und begrenzt werden. Das ist Sinn des Polizei- und Ordnungsrechts in Gestalt des Ausländerrechts. Und das bedeutet letztendlich, dass nicht jeder einreisen darf, sondern dass die Einreise nach Deutschland nur in ganz bestimmten Fällen nach dem Gesetz zugelassen ist. Die erste Fallgestaltung ist der kurzfristige Aufenthalt. 30 Tage darf man sich aufhalten innerhalb von 90 Tagen nach dem Ausländerrecht. Und zwar für Geschäftsleute, für Touristen, für Leute, die eben Verhandlungen in Deutschland führen, Familien besuchen wollen, ganz klar. Deutschland will am internationalen Wirtschaftsverkehr teilnehmen, deswegen gibt es eine derartige Regelung. Dann gibt es die Regelung darüber, dass Menschen, die wir brauchen, Unternehmer, die in Deutschland investieren, Arbeitnehmer, die wir hier unbedingt als hochqualifizierte oder qualifizierte Fachkräfte brauchen, Studenten, wo wir der Auffassung sind, diesen Leuten geben wir eine vernünftige Berufs- und Studienausbildung, damit sie vielleicht hier arbeiten oder damit sie wieder nach Hause gehen und dort als Arzt oder Ingenieur arbeiten und damit das Land voranbringen. Dafür haben wir Regelungen geschaffen. Diese Regelungen dienten eigentlich nicht dazu, dass wir hier einen Arbeitskräfte nach Deutschland holen, weil wir ein Arbeitskräftedefizit haben. Aber derzeit werden die Regelungen politisch so gesehen. Aus meiner Sicht ist es ein Irrglaube zu glauben, wenn wir nicht genügend Dreher oder Fleischerfachangestellte haben, dann müssten wir das Ausländerrecht ändern, damit wir diese Leute nach Deutschland holen. Anders muss es gemacht werden aus meiner Sicht. Wir müssen bestimmte Berufsbilder attraktiver machen und dafür sorgen, dass es vielleicht weniger Genderwissenschaftler gibt, als viel mehr Fleischerfachangestellte. Und dann gibt es noch eine dritte Regelung über den Familiennachzug. Es ist ganz klar, und dieser Familiennachzug war in erster Linie für Deutsche vorgesehen. Es ist klar, wenn ein Deutscher eine Ausländerin heiratet oder eine Deutsche einen Ausländer heiratet, kann man von dem nicht erwarten, dass er ins Ausland zieht, um die Ehe dort zu führen, sondern er muss eine Möglichkeit haben, auch mit diesem Menschen in Deutschland die Ehe zu führen. Dann ist die Regelung erweitert worden auf Ausländer, die einen Daueraufenthalt haben in Deutschland, eine Niederlassungserlaubnis haben und sich dauerhaft hier aufhalten dürfen. Das ist dann erweitert worden. Was wir jetzt sehen, ist eine Ausuferung der Regelung. Wie Gerhard Papke vorhin sagte, in was für einer Vielzahl jetzt Familiennachzüge gestattet werden zu Menschen, die eigentlich sich hier nur temporär aufhalten dürfen. Und da komme ich zu der vierten Gruppe, nämlich der Asylsuchenden und Flüchtlinge. Es ist richtig, dass wir Menschen, die politisch verfolgt werden und unseren Schutz brauchen, dass wir ihnen Asyl geben. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber es bedeutet, dass es unter bestimmten Voraussetzungen nur gewährt wird. Eine Voraussetzung ist, dass sie wirklich politisch verfolgt werden. Die andere ist, dass sie auch unseres Schutzes bedürfen. So, und wir haben eine Drittstaatenregelung, an der habe ich selbst mitgewirkt als Jurist, die 1991 eingeführt worden war, wonach Personen, die über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland reisen, nicht schutzbedürftig sind, weil sie natürlich in diesem Staat auch Asyl nachsuchen können. Menschen, die meinetwegen aus dem mittleren Asien oder aus Afrika nach Deutschland reisen, haben natürlich keinen Anspruch darauf, sich das Asylland auszusuchen. Sie haben nicht den Anspruch darauf, um die ganze Welt zu reisen und zu sagen, nur weil es in Deutschland Bürgergeld gibt, gehen wir nach Deutschland und beantragen Asyl. Nein, das Asylrecht sieht dies gerade nicht vor. Wir haben Artikel 16a Grundgesetz, das Asylgrundrecht. Dort heißt es zwar, politisch Verfolgte genießen Asylrecht in Absatz 1, aber in Absatz 2 Satz 1 heißt es auch, Asylrecht genießt nicht, wer aus einem sicheren Drittstaat zu uns kommt. Und alle Staaten, die um uns herum liegen, sind sichere Drittstaaten. Das ergibt sich auch aus dieser Bestimmung. Das heißt also, Menschen, die über sichere Drittstaaten nach Deutschland kommen, sollten in Deutschland gar kein Asylrecht erhalten. Und dann ist das Asylrecht von der Konstruktion ein temporäres Aufenthaltsrecht. Temporär heißt, nur für die Zeit, in der die Menschen wirklich unseres Schutzes bedürfen. Wenn die Situation sich im Herkunftsstaat ändert, erwartete eigentlich der Grundgesetzgeber mit Artikel 16a, dass die Leute wieder zurückgehen, dass sie wieder in die Heimat gehen und vielleicht dabei mithelfen, das Land wieder aufzubauen, wenn es Krieg gegeben hatte oder wenn es einen Machtwechsel gegeben hatte. Es ist kein Einwanderungsrecht, sondern ein Recht für den Schutz in der Zeit, wo die Menschen schutzbedürftig sind. Und das wird oft übersehen, sondern man geht davon aus, wenn jemand hier in Deutschland Asyl beantragt, muss er sofort in den Integrationskurs oder soll er in den Integrationskurs, weil er sich dauerhaft hier aufhalten soll. Nein, das ist nicht die Konstruktion des Gesetzes. Und die Konstruktion des Gesetzes sieht auch nicht vor, und jetzt komme ich auf den entscheidenden Punkt, dass Deutschland ein Einwanderungsland insoweit ist, als dass wir Leute nach Deutschland holen, ohne dass eine der vorangegangenen Kategorien erfüllt ist. So, und wir sind derzeit in der Situation, dass hier Hunderttausende von Ausländern ohne einen relevanten Grund nach Deutschland kommen und in Deutschland angesiedelt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielfach wird gesagt, aufgrund des europäischen Rechts sei es gar nicht möglich, dass wir zurückweisen oder dass wir auf die Drittstaatenregelung anwenden. Als Jurist bin ich immer vorsichtig, wenn mir Leute sagen, das geht nicht. Meine früheren juristischen Mitarbeiter, die mit so etwas kamen und sagen, das ist juristisch nicht möglich, da war mir immer klar gewesen, die wollen einfach nicht nachdenken, sondern die wollen letztendlich die Sache beerdigen und tot machen. Und viele lassen sich auch davon beeindrucken, wenn es heißt, juristisch ist etwas nicht möglich. Natürlich ist es nach dem europäischen Recht juristisch möglich, an der Grenze zurückzuweisen. Wir haben es immer wieder gemacht. Frau Merkel war immer stolz darauf, wenn sie ihren G7-Gipfel hatte oder G20-Gipfel hatte, dass die Bundespolizei die Grenzen geschlossen hatte, entweder sektoral, zum Beispiel an der bayerisch-österreichischen Grenze oder im Zusammenhang mit Corona die Grenzen ganz dicht gemacht hatte. Es ist rechtlich möglich. Und die zweite Lüge ist, ja, es sei tatsächlich nicht möglich. Es ist tatsächlich möglich, Grenzen zu schließen, dafür zu sorgen, dass Ausländer, die die Voraussetzungen für die Einreise nicht haben, dass sie nicht nach Deutschland einreisen können. Wir haben es alle gemerkt, dass es sogar innerhalb von Deutschland möglich war, als die Bundesregierung entschieden hatte, dass wegen, oder die Ministerpräsidentenkonferenz entschieden hatte, dass wegen der Corona-Pandemie Reisen innerhalb Deutschlands eingeschränkt werden. Aus meiner Sicht sind dies beides rechtlich nicht möglich, tatsächlich nicht möglich, Scheinbegründungen, um Nichtstun letztendlich zu rechtfertigen. 2015 war ich Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Gerhard Papke hat vorhin schon darauf hingewiesen, dass Frau Merkel damals die fatale Entscheidung getroffen hatte, alle nach Deutschland kommen zu lassen, die nach Deutschland kommen wollten. Sie werden sich vielleicht noch an die Bilder vom, ich glaube, Budapester Ostbahnhof erinnern, wo einige tausend junge Männer lagerten. Der ungarische Regierungschef Orbán wollte diese Leute natürlich nicht in Ungarn lassen, die alle nach Deutschland wollten. Und die Kanzlerin entschied, diese Leute nach Deutschland einreisen zu lassen. Ich hatte mir damals die Frage gestellt, als Verfassungsschutzchef, der nicht für das Ausländerrecht mehr zuständig war, auf was für einer Rechtsgrundlage kommen diese Leute nach Deutschland. Wissen Sie, als Jurist stellt man immer die Frage, was ist der Rechtsgrund? Also wir leben nicht in einer absoluten Monarchie, wo der Kaiser oder die Königin sagen kann, ich möchte gerne, dass die kommen. Und die Beamten haben dann die Hacken zusammenzuknallen und zu vollziehen. In einem Rechtsstaat muss sich auch ein Kanzler an Recht und Gesetz halten. Und ich habe mir die Frage, was ist die Rechtsgrundlage dafür, dass diese jungen Leute zu uns kommen? Denn nach der Rechtslage, ich habe Ihnen vorhin ein paar Punkte genannt, darf nicht jeder zu uns kommen. Und schon gar nicht dauerhaft zu uns kommen, sondern dazu gehört auch, dass die Leute, die zu uns kommen, über gültige Pässe verfügen und Visa haben, es sei denn, sie sind Angehörige privilegierter Staaten oder EU-Staatsangehörige. Aber ein Syrer, der ohne Pass und ohne Visum nach Deutschland einreisen will, den müsste man eigentlich sehr weit von unseren Grenzen fernhalten. Zumal man nicht weiß, wer letztendlich zu uns kommt. Die Kanzlerin hatte dann entschieden, dass diese Leute dann einreisen. Die sind dann mit Sonderzügen eingereist. Und ich frug, wer, auf welcher Rechtsgrundlage beruhte dies. Und einer meiner Nachfolger, der für Ausländerrecht zuständig war, verwies dann auf eine Rechtsvorschrift in der Aufenthaltsverordnung, die damals unter meiner Verantwortung selbst gemacht worden war. Das war eine Regelung über Ausnahmen der Passpflicht und Visumpflicht in Notsituationen. Notsituationen wie eben ein Schiffsunglück oder ein Bergunfall, wo zum Beispiel ein Seemann bei einem Schiffsunglück in Seenot gerät und keinen Pass hat und kein Visum und man natürlich nicht sagen kann, er darf nur dann an Land, wenn er vielleicht runtertaucht und nochmal seinen Pass holt. Dann muss eigentlich jedem klar sein, da braucht man eine Ausnahmevorschrift. Oder wenn ein indonesischer Urlauber in den österreichischen Alpen beim Skifahren verunglückt und das nächste Krankenhaus liegt auf deutschem Territorium, kann man nicht sagen, der Rettungshubschrauber darf nicht in Deutschland landen, weil er keinen Pass hat. Versteht jeder, dafür braucht man eine Ausnahmegenehmigung. Aber dass man diese Regelung angewandt hat, wie man mir sagte, auf diese, ich sage mal, quietschfidelen jungen Männer, die am Budapester Ostbahnhof lagerten, war aus meiner Sicht, naja gut, meine Gesetze waren zwar gut und materialfest und konnte man biegen, aber ich empfand das als Rechtsbruch, was nicht möglich ist. Und ich hatte den Eindruck, dass sich das in der folgenden Zeit noch weiter verfestigt hat, weil zu wenig Mut bestand, dem auch zu widersprechen. Im Jahr 2015 sind täglich, im Oktober jedenfalls, etwa 10.000, manchmal 15.000 Migranten nach Deutschland gekommen. Der überwiegende Teil ohne Pass und ohne Visum. Die Bundespolizei sprach damals von über 70% ohne Pass und Visum. Die Zahlen dürften sich bis heute nicht grundlegend verändert haben, sodass man davon ausgehen muss, dass auch heute der weit überwiegende Teil ohne gültige Einreisepapiere zu uns kommt. Und was heißt ohne gültige Einreisepapiere? Wir wissen nicht, wer zu uns kommt. Das hatte mir damals als Verfassungsschutzpräsident natürlich Sorgen bereitet, weil ich war zuständig für die Abwehr von Terrorismus. Und wenn man nicht weiß, wer zu uns kommt, dann weiß man nicht, ob da Terroristen drunter sind oder Leute, die Terroranschläge wirklich in Deutschland planen, durchzuführen. Wir haben damals über 20 Personen identifiziert, die konkrete Pläne hatten, Terroranschläge durchzuführen. Wir konnten sie festnehmen, aber viele Personen konnten wir nicht identifizieren. Sie sind mit gefälschten Identitäten eingereist, sind registriert worden. Aber was will man machen, wenn jemand sich mit dem Namen dann Abu Scheusal registrieren lässt und wir ihn in unseren Datenbanken nicht finden? Mit derartigen Fake-Identitäten sind viele Leute eingereist, die Fingerabdrücke sind abgenommen worden und sie sind dann nachher auch zu Sozial- und Behörden gegangen und konnten Sozialhilfe dann oder Asylbewerberleistungsgesetzhilfe in Anspruch nehmen. Einer der markantesten Fälle war gewesen der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, der mit mindestens 9 Identitäten in Deutschland herumreiste und Sozialhilfe auch noch in Anspruch genommen hatte. Es war ein völliges Versagen der damaligen Politik gewesen, dass dies möglich war. Aber ich gehe noch weiter. Es war nicht nur ein Versagen, sondern es war Kenntnis dieser Umstände. Man hat es zugelassen. Man könnte auch fast sagen, es war, vielleicht sogar ein Stück weit hingenommen worden, weil man ein höheres politisches Ziel damit verfolgte. Ich gehe sogar so weit zu sagen, Frau Merkel war 2015, als sie die Grenzen öffnet, nicht die Getriebene, wie ein Journalist in einem Bestseller sagte, die Getriebenen, sie sei von Medien und von Bildern getrieben worden. Nein, es ist bewusst gemacht worden. Und als 2018, vielleicht erinnert sich mancher von Ihnen noch daran, ein Konflikt war zwischen meinem damaligen Chef, Innenminister Seehofer, und Frau Merkel, inwieweit Zurückweisungen an der Grenze möglich sein sollten, hat es Frau Merkel zum Fraktionsbruch fast kommen lassen, zum Bruch zwischen CDU und CSU, wenn Seehofer weiter darauf bestanden hätte, an den Grenzen zurückzuweisen. Aus meiner Sicht war Merkel nicht getrieben, sie wollte, dass die Grenzen offen bleiben und hätte auch einen Fraktionsbruch in Kauf genommen, damit die Grenzen offen blieben. Und so musste Seehofer letztendlich dann zurückziehen. Und bis heute sind die Grenzen weiterhin offen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, alle werden fragen, warum ist das so? Warum sind die Grenzen offen? Ich habe mir vielfach diese Frage auch gestellt. Am besten wäre es, wenn man die verantwortlichen Politiker dazu befragen oder vernehmen würde. Wenn man Unterlagen auswerten könnte, dann könnte man schlauer sein. Ich persönlich bin zur Überzeugung gelangt, dass zu einem hohen Teil politische Ideologie dahinter besteht, dass man Menschen nach Deutschland holt, weil man eine andere Gesellschaft will. Merkel hatte 2015, 2016 noch von humanitären Gründen gesprochen, man müsse Flüchtlingen helfen, aber auch da war klar gewesen, dass der überwiegende Teil der zu uns kommenden keine Flüchtlinge waren, jedenfalls keinen Schutz benötigten, sondern dass sie abgelehnt würden. Heute macht man sich in der Politik noch nicht einmal die Mühe zu erklären, es seien Flüchtlinge oder aus humanitären Gründen kommen sie zu uns, sondern man lässt sie einfach einreisen. Man macht einfach nichts. Man nimmt einfach hin, dass über das Mittelmeer ein Shuttle-Dienst besteht von sogenannten NGOs oder von Schleusern, die Menschen, die angeblich in Seenot geraten sind, aber in Wirklichkeit von Schleusern an der afrikanischen Küste ausgesetzt werden, dass diese Menschen nach Europa und weiter nach Deutschland gebracht werden. Man erklärt es nicht mehr mit Humanität, sondern einer der sogenannten Seenotretter hatte erklärt, der einzige Grund ist, wir möchten gerne, dass es in 50 bis 100 Jahren in Europa keine Weißbrote mehr gibt. Und damit meinte er Menschen mit heller Hautfarbe. Das ist die Ideologie, die dahinter steht. Und ich sage das auch deswegen in aller Offenheit, weil viele sich gar nicht vorstellen können, dass es derartig ideologisch verbohrte Menschen gibt. Beim Verfassungsschutz hatten wir uns mit dieser Ideologie häufig beschäftigt, sind die sogenannten Antideutschen, was eine extremistische Gruppierung überhaupt innerhalb des Linksextremismus ist. Antideutsche sind diejenigen, die Deutschland, die deutsche Kultur, die deutsche Gesellschaft ablehnen, wobei es da eine ganze Reihe von Motiven, ideologischen Motiven gibt, warum man Deutschland und die Deutschen ablehnt, aber die jedenfalls der festen Überzeugung sind, Deutschland muss aufgelöst werden, die Gesellschaft muss zerstört werden. Und dies ist eine, man muss sagen, linksextremistische politische Sekte, die innerhalb des Linksextremismus relativ stark ist. Und darüber muss man sich im Klaren sein, das sind nicht nur Spinner, ja, das sind auch Spinner, aber das sind ideologisch mächtige Gruppen mittlerweile, über die man auch politisch diskutieren muss, wo diese Leute sitzen und was für Machtmöglichkeiten sie haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und da komme ich schon zu einem anderen Punkt, den ich offen ansprechen will. Viele machen sich lustig über bestimmte Politiker. Die könnten nicht wirklich reden, die seien dumm, sie seien unvernünftig, die treffen Fehlentscheidungen. Ich kann sagen, ja, in der Bundesregierung gibt es Leute, wo man sagen kann, das sind nicht immer die hellsten Leuchten im Lampenladen. Aber man muss auch sehen, vieles ist nicht nur Dummheit, vieles sind nicht nur Fehler, sondern aus meiner Überzeugung ist vieles planvolles Handeln. Man will einfach eine andere Gesellschaft und einen anderen Staat. Und lassen Sie sich nicht einreden, das sei eine Verschwörungstheorie. Das sagen die Leute selber. Wenn Sie das sagen, wenn ich das sage, dann werden wir als Verschwörungstheoretiker bezeichnet oder als Schwurbler, als Rechtspopulisten, Rechtsextremisten. Nein, diese Leute sprechen selber von ihrer großen Transformation. Diese Leute sprechen selber davon, dass wir eine andere Gesellschaft brauchen mit mehr Goldstücken und Buntheit. Sie wollen eine andere Gesellschaft und wir als Bürgerliche müssen daraus auch unsere Konsequenzen ziehen, weil diese Leute letztendlich damit auch eine Überwindung unserer bisher hergebrachten Gesellschaftsordnung haben wollen. Und damit bin ich bei dem Punkt, dass man den Bereich der Migrationspolitik als einen Teilbereich dieser gesellschaftlichen Veränderung ansehen muss. Er ist zwar ein zentraler Bereich, weil wir ihn ja täglich im Straßenbild spüren, weil wir wahrnehmen, dass sich unsere Gesellschaft verändert, dass sich die Innenstädte verändern, weil wir es wahrnehmen über die Statistiken, wie viele Migranten ins Land ziehen, wie viel Geld dafür ausgegeben wird. Aber die Migrationspolitik ist letztendlich nur ein Teilbereich. Andere Teilbereiche der Gesellschaftspolitik muss man auch sehen und die muss man zusammenführen. Und dann sieht man, dass das Ganze ein Ganzes ist und auch ein planvolles Handeln ist. Denken wir an die Energie- und Klimapolitik. Die Klimapolitik, man kann sagen, der Kernbereich dieser Klimasekte zur Veränderung unserer politischen Gesellschaft ist letztendlich der Hebel, mit dem aus einer sozialen Marktwirtschaft eine planvolle Kommandowirtschaft gemacht wird, wo letztendlich vorgegeben wird, wie Unternehmen zu wirtschaften haben, welche Ziele sie zu verfolgen haben, bis wann und welche Produkte sie herstellen dürfen. Dass letztendlich vorgegeben wird, es werden keine Verbrennermotoren mehr hergestellt, dass nur noch bestimmte strombetriebene Fahrzeuge hergestellt werden dürfen, dass nur noch bestimmte Heizungen hergestellt werden dürfen. Das ist letztendlich eine Kommando- oder Planwirtschaft, die mit einer sozialen Marktwirtschaft, überhaupt mit Marktwirtschaft eigentlich nichts mehr zu tun hat und wo letztendlich die Klimaideologie der Aufhänger ist, um diese Marktwirtschaft aus den Angeln zu heben. Ein anderer Bereich ist die Genderpolitik. Die Genderpolitik ist, denke ich, auch ein zentraler Bereich zur Umgestaltung der Gesellschaft, zur Zerstörung von Sprache und kulturellem Zusammenhalt und ist aus meiner Sicht deswegen auch zentral in dem Projekt einer Transformation unserer freiheitlichen Gesellschaft. Man darf nicht vergessen, dass bei all diesen Projekten oder Teilprojekten für die Transformation immer Vorwände genommen werden, die zumindest einen Funken an Berechtigung haben. Ein Funken an Berechtigung hat natürlich die Gender-Debatte, dass man sagen muss, ja, Menschen, die nicht Mann und Frau sein können, weil sie eben anders veranlagt sind, denen muss man natürlich auch einen gleichberechtigten Platz in unserer Gesellschaft geben. Das ist ganz klar. Aber aus einem Einzelfall oder aus vielen Einzelfällen wird ein zentrales Problem gemacht und dieses zentrale Problem wird zum Anlass genommen, um unsere Gesellschaft aus den Angeln zu heben. Das Gleiche bei der Umwelt- oder Klimapolitik. Natürlich haben wir auch da Probleme, aber diese Probleme werden so überzogen und so in einer Art und Weise mit Lösungsvorschlägen belegt, dass dies auch unsere Gesellschaft aus den Angeln heben soll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit komme ich, ja, ich glaube, zu der eigentlichen Frage. Und ich will hier nicht weiter lamentieren über die Probleme, die wir haben. Und die eigentliche Frage ist, was tun wir jetzt eigentlich in einer derartigen Situation? Was tun wir gegen diese Migrationskatastrophe? Und was tun wir gegen diese Transformationspolitik? Ich sage ganz offen, eigentlich ist es ganz leicht. Bei der Migrationspolitik ist es ganz leicht, man muss nur den Chef der Bundespolizei anweisen, ab sofort Zurückweisung an den Grenzen. Das geht ganz einfach, kann man ruckzuck, kann man einen Erlass rausgeben, wenn man will. Man kann auch abschieben, wenn man will. Ich glaube, vorletzten Jahr, fürs letzte Jahr habe ich noch keine Zahlen gesehen. Vorletztes Jahr waren es, glaube ich, 13.000 Abschiebungen bei über 300.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern. Man kann viel mehr Leute abschieben, wenn man wollte. Aber die Länder, die Bundesländer, die dafür zuständig sind, tun es in Teilen nicht oder aus politischen Gründen wollen sie es nicht. Sie wollen es nicht. Das wäre genauso, wie wenn ein Ministerpräsident entscheidet, ja, in diesem Jahr werden wir keine Einkommensteuerbescheide rausschicken oder zumindest nichts vollstrecken. Ja, Sie müssen sich vorstellen, der Ausweisungsentscheid einer Ausländerbehörde ist ein Bescheid, der muss eigentlich vollzogen werden. Aber die Länder sagen, also können wir nicht vollziehen, wissen nicht, wer es ist oder er will nicht oder die Heimatstaaten wollen ihn nicht aufnehmen, dann tun wir nichts, verzichten darauf, dann machen wir lieber eine Duldung. Das kann man im Steuerrecht ja genauso machen, dass man sagt, ist so schwer, an das Geld ranzukommen, ist so mühselig. Wir verzichten einfach mal in diesem Jahr auf Einkommensteuerbescheide, die zu vollstrecken. Aus bekannten Gründen wird es allerdings nicht gemacht. Man kann abschieben, wenn man wollte. Man kann die Identität feststellen. Und wenn die Identität nicht festgestellt ist, dann kann man mit Sicherheit Staaten finden, die die Leute aufnehmen. Ich kann mich noch erinnern, unter Otto Schily hatten wir Verhandlungen mit einem afrikanischen Staat gehabt. Dieser Staat wäre bereit gewesen, uns Migranten abzunehmen und als ein sicherer Drittstaat. Und wenn wir diesen Migranten in Deutschland, den Asylsuchenden, gesagt hätten, okay, du willst nicht zugeben, dass du aus Tunesien bist, dann gehst du jetzt nach sowieso in Schwarzafrika. Ich glaube, da wären sehr viele bereit gewesen, lieber in den Heimatstaat zu gehen, als in diesen schwarzafrikanischen Staat. Derartige Regelungen wären eine Win-Win-Entscheidung, eine Win-Win-Win-Entscheidung kann man sagen. Der afrikanische Innenminister hätte pro Kopf wahrscheinlich einen höheren Eurobetrag bekommen, egal ob die Leute kommen oder nicht. Wir wären wahrscheinlich hätten einen ausreisepflichtigen Migranten weniger. Und der Migrant wäre wahrscheinlich wieder von der Familie zu Hause aufgenommen worden. Also eine mehrfache Win-Win-Situation. Aber die Bundesregierung will sowas nicht. Und die Bundesregierung will noch nicht mal Sanktionen, oder die Länder wollen noch nicht mal Sanktionen gegen die Staaten erlassen, die nicht bereit sind, ihre eigenen Leute aufzunehmen, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Kann man natürlich auch machen. Man kann Sanktionen, wie man sie gegenüber anderen Staaten erlässt, natürlich auch im Migrationsbereich machen, aber es wird nicht gemacht. Kurzum, man kann im Migrationsbereich viel machen, man darf sich nicht einreden lassen, es geht nicht. Natürlich geht es, wenn ein politischer Wille ist. Und dann komme ich zu dem wirklich wichtigen Punkt, also wenn das machbar ist, ja, dann muss es auch gemacht werden, aber das Problem aus meiner Sicht ist der Mann im Bundeskanzleramt in der 7. Etage, der Bundeskanzler, der will es nicht. Ich meine, wenn er es machen würde, da bräuchten wir nicht drüber zu diskutieren, aber es will es nicht. So, und um zu einer Politikwende zu kommen, brauchen wir da einen anderen Mann oder auch eine andere Frau. Wir brauchen andere Minister, eine andere Bundesinnenministerin als die Frau Faeser, ein Bundesinnenminister, der die Interessen des deutschen Volkes durchsetzen will und keine Ideologie. Und das sehe ich bei der Bundesinnenministerin nicht. Und um dahin zu kommen, brauchen wir eine Politikwende. Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Politikwende erreichen wir, ich denke mir, indem wir uns artikulieren über die Straße, was die Bauern derzeit machen, auch über Streiks. Aber vor allem erreichen wir eine Politikwende über die Wahlen. In diesem Jahr haben wir die Wahlen in 3 Ländern, hier in Ostdeutschland, in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg am 1. September und am 22. September. Es sieht derzeit für die sogenannten Ampelparteien nicht gut aus, was ich auch sehr begrüßen kann. Und wenn ich jetzt flankierend zu den oder in Parallelität zu diesen Meinungsumfragen dann wahrnehme, dass Politiker aus den Ampelparteien immer energischer ein Verbotsverfahren gegen die AfD fordern, kann ich nur davor warnen, Verbotsverfahren politisch zu instrumentalisieren. Das zerstört unsere Demokratie, wenn Verbotsverfahren genutzt werden, um unliebsame Konkurrenten Platz zu machen. Die Wahlen sind die aus meiner Sicht einzige Chance des Bürgers an politischen Veränderungen in unserem Land mitzuwirken. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier in Deutschland Parteien haben, die auch eine Politikwende wollen, ein Angebot an die Bürger liefern. Die Ampelparteien sind die Parteien, die in Teilen für diese Misere verantwortlich sind. Aber es war auch die Merkel-Regierung, oder es waren die Merkel-Regierung. Die Merkel-Regierung, würde ich sagen, die haben uns bis zum Abgrund geführt und Scholz ist noch einen Schritt weiter gegangen. Und wir sind jetzt im freien Fall. Von der CDU, der ich immer noch angehöre, aber wahrscheinlich nicht mehr lange, von der CDU habe ich eine Politikwende erwartet. Die Werteunion hatte Friedrich Merz unterstützt, um Parteivorsitzender zu werden. Es waren Kreisvorsitzende aus dem Kreis der Werteunion. Es waren Kreisvorsitzende, die der Werteunion nahestehen, die seinerzeit die Mitgliederbefragung in der CDU initiierten. Ohne die Mitgliederbefragung wäre Friedrich Merz mit Sicherheit nicht Parteivorsitzender geworden, sondern es wäre wahrscheinlich ein Liebling von Frau Merkel geworden. So ist Friedrich Merz Parteivorsitzender geworden, weil die Mitglieder es so wollten und die Delegierten keine Alternative hatten, als ihn dann zu bestätigen. Von Friedrich Merz haben wir erwartet, er würde eine politisch, programmatisch und personelle Politikwende innerhalb der CDU durchführen. Das hat er nicht geliefert. Wir haben gewartet und gewartet, er hätte wenigstens Zeichen setzen können, hätte zumindest mal ein paar Personen austauschen können als Parteivorsitzender, und das hat er nicht gemacht. Er hat auch nicht programmatisch geliefert, sondern mein Eindruck war, als er dem Bürgergeld auch noch zustimmte, dass die CDU nicht mehr die Opposition gegen diesen Sozialismus der Ampelparteien ist, sondern die Opposition im Sozialismus ist. Und das ist nicht das, was wir brauchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben den Medien wahrscheinlich entnommen, dass nächste Woche am Samstag, also am übernächsten Samstag in Erfurt, die Mitgliederversammlung der Werteunion stattfindet und wir bei der Werteunion beraten, ob wir uns von den Unionsparteien abspalten. Ich sehe es derzeit keine Chance mehr, dass die Unionsparteien den Weg gehen einer Opposition gegen den Sozialismus und, ich sage mal, blockfreie Partei wieder werden und mit allen verhandeln und reden, die gegen diese Politik der Ampelregierung sind. Ich persönlich bin der Überzeugung, Politik kann man nur machen, indem man mit allen redet, mit allen verhandelt und sich dann einigt mit denjenigen, die letztendlich die gleichen Positionen haben. Und da bin ich der Meinung, ist es ganz egal, ob diejenigen, die die gleichen Positionen haben und einen unterstützen, AfD heißen, FDP heißen oder wer auch immer. Das Entscheidende ist nicht, wer es ist und welche Partei es ist. Das Entscheidende ist, was gemacht wird und was verändert wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche mir, dass die Werteunion unter diesen Vorzeichen dann einen eigenen Weg gehen wird. Sie würde dann in den Wochen drauf zu einem Gründungsparteitag aufrufen und wir wollen dann auch kandidieren bei den Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen und auch in Brandenburg. Und ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, wofür braucht man eine andere Partei noch? Wird das bürgerlich-kritische Lager nicht zersplittert? Nein, das sehe ich nicht. Wir sind im Gespräch mit Kleinstparteien, mit Gruppierungen, mit Bürgerbündnissen. Wir arbeiten zusammen mit dem Bündnis Deutschland, mit den Bürgern für Thüringen und auch mit anderen Gruppierungen. Ich will nicht, dass es eine Zersplitterung des kritisch-bürgerlichen Lagers gibt. Und was die AfD angeht, bin ich der Überzeugung, die AfD gehört, ja, oder ist die Partei, die die Probleme ausspricht, die wir hier in dem Land haben, wie wir als Werteunion sie auch aussprechen, offen, frank und frei über Probleme redet, manchmal etwas überspitzt, aber es muss Leute geben, die über Probleme reden. Aber es bedarf auch eines Alternativangebotes, gerade für die vielen Menschen in Deutschland, die eine konservative, eine bürgerliche Politik wollen, eine Politik auf der Basis dessen, was eigentlich die CDU unter Helmut Kohl, unter Ludwig Erhard ausgemacht haben, auch ein Stück weit unter Franz Josef Strauß. Und das ist eine bürgerliche, christdemokratische Politik. Und wir empfinden uns als die CDU 1.0. Und das, was ich jetzt leider wahrnehme in den Unionsparteien, das ist eher Union 2.0 von Berufspolitikern, die ein Stück weit das aufgegeben haben, was eben, oder weitestgehend das aufgegeben haben, was der Markenkern ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und jetzt komme ich zum Schluss. Das Entscheidende aber in Deutschland ist, dass wir zu einer Politikwende 2024 in den Ländern Thüringen, Sachsen und in Brandenburg kommen, auch in Sachsen, wo es nicht sein kann, dass wenn man CDU wählt, dann Grüne bekommt. Auch nicht in Thüringen, wenn man CDU wählt, zwar für ein paar Tage einen FDP-Ministerpräsidenten, aber dann mit Stabilitätspakten, so wird es genannt, einen Ministerpräsidenten bekommt, der 27 Jahre vom Verfassungsschutz wegen Zugehörigkeit zur SED, die PDS, die Linke und vorher noch DKP beobachtet worden ist. meine sehr geehrten Damen und Herren, Menschen, die die CDU wählen, erwarten, dass man nachher eine bürgerliche Politik bekommt und keine Unterstützung für Grün, Links oder Tiefrot. Wir als Werteunion wollen uns jedenfalls dann dafür einsetzen. Wir wollen die Politikwende dann wahrscheinlich als Partei mit den politischen Kräften, die auch für die Politikwende stehen. Ich weiß, hier im Osten Deutschlands ist man in der Hinsicht wacher, so nehme ich das wahr. Aber es liegt einfach daran, im Osten geht die Sonne auf. Und wenn man auf die Uhr schaut, hier in Dresden geht sie eine halbe Stunde früher auf als am Niederrhein. Aber auch am Niederrhein, in Düsseldorf, in Frankfurt geht irgendwann die Sonne auf und spätestens 2025. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.